Aloha und willkommen zurück bei The Forest, diesmal mit einem neuen Patch, und zwar dem Patch 004B. B nennt er sich. Ja, ein paar Sachen sollen jetzt mal wieder gefixt worden sein. Aber man soll jetzt auch die Wände wegreißen können, die man stellt, oder Objekte. Ich probiere es jetzt einfach mal mit einer Wand aus, ob es denn auch funktioniert, ob die Patchnotes das halten, was sie auch versprechen. So, knallt hier einfach mal eine Wand hin, wie ich es immer mache, so von wegen so, scheiße, verbaut, Mist. Aber man soll sie jetzt irgendwie wegreißen können. Mal gucken, mit C soll das angeblich gehen. Das war nichts. Ah, so vielleicht? Ja. Okay, sobald das Symbol erscheint unten mit den Materialien, die noch verbaut werden müssen, kann man die Wand wieder löschen. Cool. Also mit anderen Objekten probier es dann aus, wenn es an der Zeit sein sollte. Ob es jetzt auch mit Sachen möglich ist, wieder unten dem Shelter, weiß ich jetzt nicht, aber Sachen, die man angefangen hat zu bauen, reißt man ja eigentlich nicht so schnell wieder weg. Obwohl ab und zu mal vielleicht mal eine Wand wegreißen, wo wir eine Tür hätten einbauen können, wäre auch nicht verkehrt. Da müssen sich die wahrscheinlich auch noch was einfallen lassen, wie man dann das Objekt auswählt, denn auswählen kann man ja gebaute Objekte eigentlich nicht mehr. Also so wie eben mit dem... So, 2. 3 zum Gehen. Wenn man das Ganze mal wörtlich übersetzt. So. Jetzt denke ich schon wieder mit der Nase im Popschutz. Okay, ich weiß, Nase ist etwas übertrieben, untertrieben. Mit dem Kolben. Oh, cool. Das passt doch. Das passt doch. So, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann ist das okay so. Okay, dann vielleicht noch ein paar Büsche finden zum Futtern. Sondern mal eben check, 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 check. Läuft. Ja, macht mich mal so ein bisschen nervös, ob die Sachen alle funktionieren, an sind und so. Wenn man erstmal in so einer Session drin steckt, dann. Ja, passiert am wenigsten eigentlich. Kann auch, aber. Nein! Oh, da spawnen die Bären kurz bevor ich ihn niederhacken will. Das ist doch doof. Verdammt. Verdammt. Hast aber Glück gehabt, oh. Jetzt tauchen die Viecher auf, jetzt wo man sie nicht mehr braucht. Super. Okay, was haben wir vor? Wir wollen eigentlich, zumindest ich hatte ja vor, jetzt wieder zur Steilküste zu wandern, was sie jetzt erstmal erledigt hat. Denn wir haben das Problem, wir haben 3, 4 nette Personen an der Hacke. Hase, ist doch gut. Hey. Geh die schnell wieder auf. Das gleiche mache ich erstmal mit dem Typen. Na. Mann. So, wenn ich jetzt noch von Exo rumlaufen sehe, ist das natürlich gleich meine. Denn das waren 2 von 4. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich einfach mal eben so, Mann, verpissen, sondern dass sie irgendwie schon hier in der Gegend noch bleiben. Und hier noch ein bisschen rumschnüffeln. Zumindest ist ja meistens dann so, wenn die Leute noch leben und sie die dann wegschleppen können. Ah. Kollege!
So. Katatschigen. Aha. Aha. Ja, du kannst rufen, so lange du willst und so laut du willst. Wenn es jetzt nicht irgendwie ein zweiter Trupp ist. Ist er das? Ne, ist ein Effigy. Oh, jetzt habe ich ein Bein aufgenommen. Ih, jetzt rieche ich nach Bein. Jetzt weiß ich nur sofort, wo ich bin. Das ist natürlich doof. Bei dem Karnickel, die es hier oben gibt, werde ich mir gleich noch eins beraten. Aber erst, wenn ich jetzt die letzte Gestalt hier von der Platte geputzt habe. Mensch, noch nicht mal 10 Minuten um und es gab schon ein bisschen Spaß. Hat man ja auch selten. Okay, du Stinker, wo steckst du? Oh, es gibt jetzt sogar Dosen. Hm, herrlich. Sie haben Dosen in reingepatcht. Ist ja cool. Das begrüße ich doch sehr. Ich meine, und Buses hatten wir hier oben bislang auch nicht gefunden. So, mit dem hier mal erstmal. Da bin ich doch schon mal ganz nett und schneide das Essen für die Herren und Damen doch schon mal klein. Oder Damen und Herren, Entschuldigung an die Damen. Was haben wir hier noch? Noch was zu trinken. Sehr schön. Was ist hier mit dem Gummel da drin? Ach, was braucht denn sowas? Ich bewerfe euch mit Waschenbäuschen und Kieselsteinen. Kommt ihr nicht zu nahe. Tja, das mit dem vierten wird wohl nichts. Ich habe jetzt auch keinen Bock, hier oben noch länger rumzudümpeln. Spurte mal eben zu meinem Feuer. Hau mir einen Karnickel auf den Grill. Fang noch schnell einen Karnickel, weil davon laufen ja wirklich genug rum. So. Zack, drauf. Ein bisschen nachfeuern. Wunderbar. Oh. Ach nee, wir haben 5. Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dosen 5. So, aufpassen, das Essen nicht verkohlt. So, dann noch ein Kaninchen und wir können los. Es ist kein Kaninchen. Alles klar. Okay, den vierten. Welcher mag das gewesen sein? Ich glaube, den mit der Lampe hatten wir nicht erwischt. Gut, vielleicht ist auch der Feuerläufer durch die Lappen gegangen. Auf dem bin ich eh nicht so scharf. Weil meistens werde ich von dem angezündet und ist wieder so rüstungsuntauglich. Das Feuer. So. So, da hinten ist der Hammer. Das müsste es eigentlich sein. Das unfertige Shelter-Ding. Ah, Stöcke können wir gleich auf dem Weg mitnehmen. Jetzt sind wir auch leer. Stöcke und Scheine. Das müsste jetzt der 5. gewesen sein. 6, 7. Oh. 8. 9. Oder? Jawohl. Ah, jetzt macht er wieder so komische Sachen mit Axt. Also das Ding haben wir die. Tabakpflanzen oder was? Ja, haben leider keine Aussage, sind einfach nur
Einfach nur Leaves. So. Können wir das hier? Da ist gar nicht drin. Gar kein Busch mit ohne was. Oh, Stein. Stein mit Spinne sogar. Ja, bin ich auch mal gespannt, ob die Spinnen vielleicht irgendwann mal was auszusagen haben. Ob die vielleicht noch eine Funktion zugewiesen bekommen. Bislang ja nicht. Wenn sie mich nicht unbedingt angreifen, möchte ich sie auch nicht missionieren. Sondern gehe jetzt mal ganz entspannt hier am oberen Rand entlang. Wie man ja wohl sieht. Ja, boah, gibt momentan nicht so viel zu erzählen. Zumindest fällt mir momentan nichts ein. Außer ich kann mal wieder sagen, was für eine Dämse, mir ist so warm. Das sieht ja auch keine Sau. Fenster muss ich leider auch zulassen, weil es gewittert hier momentan. Und ja, ich möchte jetzt also nicht unbedingt, wenn hier schon mal es nicht regnet... Ich soll es vielleicht nicht beschreien. Also wenn es im Spiel schon mal nicht regnet, dann möchte ich auch keinen Regen hören und kein Gewitter hören und nichts hören. Also muss hier ein bisschen vor mich hin transpirieren. Das sieht ihr ja zum Glück nicht. Ist halt bloß halt dieser... Ach da. Nachher bloß dieser Effekt, wenn ich die Mütze abnehme, dann geht's rasch. Was ist denn? Auch wenn das Ganze jetzt wieder Neugierige anlockt, aber wie soll man denn sonst bauen? Ich kann hier Dinger ja schlecht umknabbern. Ist natürlich jetzt doch sehr weit weg von dem Shelter scheinbar. Oh, was hänge ich denn auf diesem blöden Ding hier? Oh, jetzt war ich ein bisschen weit weg. Wo ist denn der? Was 7 von 3. Hä? Ach so. Nee. Ja, aber ich habe gleich noch einen Verwendungszweck für das Ding. Also Futter gibt es hier wirklich. Ich sollte oben nachher noch einen Zaun hinbauen. Diese Ecke hier noch ein bisschen besser machen, weil es echt der Spot schlechthin. Also richtig geil. Schön in der Sonne sitzen. Hier vorne kommt erstmal eine Bank hin, genau. Eine Bank hin. Schön hier vorne auf die Klippe. Macht sich dann, glaube ich, ganz gut da. So, ein wenig gedreht das Ganze. Ja, ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig mit dem, wo ich was hinbaue. Obwohl es wahrscheinlich egal ist. Okay, Nester von oben hatten wir auch lange nicht mehr. Immer wieder schön. Kann ich jetzt auch vertragen. Das sind schöne, kalte Dusche. Aber später vielleicht. Timber! Ach,
Teile mal nutzen. Ja, danke schön. Hätte ich vielleicht doch nicht ganz so dicht an die Klippe bauen sollen. Ah, so geht's. Ja, das komische Zeichen da unten, das würde mich jetzt schon interessieren, was das vielleicht darstellen soll. Tja. Würde ich ja ganz gerne nochmal hin, aber ich würde sagen, erstmal hier so ein bisschen noch die Ecke ausbauen, dürfte nicht schaden. Ja, wird aber ein großer Zaun, weil ich will ja schon mich hier jetzt nicht so einengen. Ich möchte auch den Zaun nicht unbedingt so nah bei mir haben. Und auch schon genug Jagdgebiet noch mit einbauen. Dass ich hier wenigstens noch ein bisschen Platz habe, bis ich was machen kann. Ich denke mal, hier kann der ruhig stehen. Wird vermutlich eh über ein paar Folgen gehen. Das heißt, immer mal wieder ein bisschen rumlaufen und dann mal wieder bauen. Damit es halt nicht zu langweilig wird. Nicht nur den Zuschauern, sondern auch mir. Aber ich denke mal, das Projekt kann man schon mal so nebenbei machen. Ja, was mache ich denn da? Palisadenzaun? Oh, ich würde mal sagen, ich baue hier mal was Richtiges, Korrektes hin. Wenn er mich bauen lässt? Danke. Ja, schade, dass er die Teile nicht im Speicher lässt, dass man da irgendwie gleich so ein paar Sachen ranknallt. Aber ich will mich nicht beschweren, wir können jetzt zumindest die Dinger wieder abreißen. Immer nur meckern, meckern, meckern. Typisch deutsch. Meckern, 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 meckern. Ja, ist ja ganz nett, aber da könnte dann auch ein bisschen meckern, 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 meckern. Nee. Nie zufrieden sein, immer nur drauf. Sehr schön, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, aber ja. Oh, hier geht's in den Berg rein. Da muss ich nachher später anbauen. Okay, sonst wird der Zaun nicht hoch genug. Dann lieber hier nochmal. Ja, würde ich sagen, die Ecke machen wir hier schon mal fertig. Hier lacht, glaube ich, noch irgendwo ein bisschen Holz rum, was man gleich noch nehmen kann. Ob das beim nächsten Speichern weg ist oder irgendwo Milch runterrollt, wie ich es hier schon irgendwo gesehen habe. Nee, da ist nichts. Da ist was. Ach so, ja, vielleicht wäre es gar keine schlechte Idee, gleich mal zu speichern. Aber ich möchte eigentlich erst in der Nacht speichern, weil tagsüber ist ja auch öde. Auch mal auf die Uhr. Ja, sieh mal zu, dass hier irgendwie ein bisschen dunkel wird, damit ich speichern kann. Aber ist ja bald soweit. Ist jetzt natürlich die Frage, wie viel sind es und wo gehen sie hin? Gehen sie zum Shelter? Gehen sie nur hoch zum Zaun? Ah, sie ziehen ab. Sehr schön. Ja, schön. Geduse. Schleppe ich hier nur einen durch die Gegend? Was ist denn heute los, dass ich hier laufen mit der Nase auf das Ding knalle? Ich glaube, es ist einfach zu tief. Ich sacke schon wieder mich zusammen. Ich muss das gleich mal wieder höher stellen. Nach dem Speichern, vor dem Speichern, irgendwie zum Zeitraum, der mit dem Speichern auf jeden Fall zusammenhängt.
möchte ja eigentlich gar nicht so viele Bäume wegknallen. Den nehme ich jetzt hier weg, aber die Bäume lasse ich hier schon stehen. Und reiß die lieber von der anderen Seite weg, damit sie sich auf unseren kleinen Privatwald quasi da nicht draufhüpfen können. Da jetzt irgendwie so einen angekappten Baum da stehen lassen wollte ich jetzt auch nicht. So. Ab ins Ungewisse. Wir sehen natürlich nicht, wo wir hingehen. Denn wenn sie uns jetzt klein machen, dann sind wir wirklich mal wieder tot. Und dann wieder da hinten anfangen und wieder hier vorne alles. Nee. Das möchte ich nur auch nicht. Natürlich, fallen da ganz den Berg runter. Besser ist das. Ja. Jetzt haut er wieder so blöd. Macht er bloß wieder jeden. Hallo, schlag mal 50. Dankeschön. So, ich denke mal, das haben wir uns verdient. Magen ist auch leer. Jetzt ein bisschen abstürzen, sondern einfach mal da hingehen. Vielleicht auch ein kleines Feuer irgendwann mal machen. Damit wir es besser wiederfinden. Und nicht irgendwie doch nochmal vielleicht ins Meer stürzen. So, hier liegt noch ein Stick. Hallo? Ach, da. Ja, genau deswegen. Gerade vom Mann da vorbeigelatscht. Gut, dann würde ich sagen, gute Nacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Ja, das war doch schon mal ein guter Einstieg wieder. Auch in einem neuen Patch. Gleich so am Anfang so ein bisschen, erst ein bisschen Spaß gehabt. Gut gefrühstückt und dann los ans Werk gemacht, um ein bisschen rumzuscheltern. Gerade jetzt auch diesen super Spot. Ich bin also wirklich total begeistert von dem. Ein bisschen fit zu machen, vielleicht noch ein bisschen abzusichern. Und vor allem dieses komische Objekt, was wir da unten im Wasser gesehen haben, mal sich da vielleicht ein bisschen näher anzunähern. Vielleicht ist es gar nicht so weit weg, wie es vielleicht aussieht. Ich weiß absolut nicht, was es ist, ob es irgendwie eine Boje sein soll oder ob es einfach nur eine Markierung ist für die Entwickler, damit sie sagen, okay, bis dahin haben wir jetzt irgendwie was geprockt oder da soll noch irgendwas hin, da soll vielleicht, keine Ahnung, eine Ölbohrplattform, tolles Wort, Ölbohrplattform, niedergelassen werden oder hingepackt werden. Ich weiß es nicht, bin gespannt, aber vielleicht nähern wir uns den Punkt schon bereits in der nächsten Folge. Wäre ja mal wieder eine Herausforderung, neben dem Zaunbau, der jetzt gerade ansteht, mal wieder was anderes zu machen. Schön, ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder reinschaut und bis dann. Tschüss.